Anlass dazu, dass du zu uns gekommen bist, mein lieber Otto. Wolltest du mich eigentlich erwürgen oder küssen am Schluss? Ich wollte dich erwürgen. Das wollen doch 20 Millionen Zuschauer auch, oder? Apropos versteckte Kamera. Versteckte Kamera. Wir haben unser Opfer heimlich gefilmt mit einer versteckten Kamera. Ja? Ja. Eure Kameras, die sieht man doch 30 Meilen gegen den Wind. Hör auf mit dem Schall. Hallo. Wir wollen mal einen Ausschnitt ansehen. Wenn wir Ausschnitt. Einen Ausschnitt aus dem Spielfilm, Otto. Ja, was hast du mitgebracht? Ich habe einen Ausschnitt mitgebracht, und zwar einen kleinen Spielfilm. Ein Spielfilmausschnitt aus Otto, der Film. Ja. Und das heißt Otto, der Film, damit man nicht den Film nicht verwechselt mit Otto, das Buch. Ja. Damit die Leute wissen, sie sollen das ist es. Es zeigt Otto bei der Arbeit. Und zwar bei der Arbeit, wie soll ich sagen, schauen Sie sich doch einfach mal an, oder? Ja. Eine neue Arbeitssituation. Ich werde wahnsinnig vorbereitet. Film ab! Erfolgreich, gell? Wie fühlst du dich so? Erfolg. Naja, es gibt ein altes chinesisches Sprichwort. Wie heißt das? Das heißt, was ein Unsinn. Und was heißt das? Weiß ich nicht, ich kann kein Chinesisch. Also, du hast ja 10 Langspielplatten. Oh, Glykol! Noch? Hoffen wir nicht, gell? Nein. Du lebst noch. Oder? 10 Langspielplatten, Bücher in Hunderttausender Auflage. Und das kannst du jetzt noch was dazu. Jetzt kommt der Hammer. Hör mal, meiner Frau. Es ist dir nämlich gelungen, ein Rekord. Es ist noch nie da gewesen, dass in Deutschland... Du bringst mich durcheinander. Innerhalb von zwei Wochen 3 Millionen Zuschauer in deinem Film Was waren. Wollen die da? Und dafür Dafür dürfen wir dir hier einen Preis verleihen. Der ist vom Hauptverband der deutschen Filmtheater für den Rekord 3 Millionen Kinobesucher in 2 Wochen. Und Fotografen hat's da. Komm, halt's ein klein bisschen hin. Ein schönes Bild. Ja? Das kann ich doch nicht annehmen. Doch. Ich kann doch nicht annehmen, dass das schon alles sein soll.
Wir wollen auch nicht annehmen, dass das dein letzter Film ist, Otto. Weißt du, darf ich dich sitzen? Darf ich dich sitzen? Darfst du sitzen? Woher kommst du? Ja, ich bin Schweizerin. Schweizerin, also wenn sie aus Frankreich wäre, dann würde ich sagen, parlez-vous Pommes frites. Aber weißt du, was das bedeutet, wenn eine Schweizer Dame einem unverheirateten Ostfriesen so etwas Goldenes überreicht? Weißt du, was das bei uns bedeutet? Nein, weiß ich nicht. Nein?